So, und dann Bodykits 3, 2, 1, Bams, mein RWB. Servus meine Jungs und Mädels, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Forza Horizon 4. Ja. Okay, bisschen blödes Intro. Ja, wir haben ein bisschen offline gespielt, aber wirklich nur ein bisschen. Ich habe nicht wirklich viel gemacht. Ich will ja hier nicht, dass ihr so viel verpasst, natürlich. Ich habe mir lediglich ein paar Autos noch gekauft. Ich war ja in der letzten Folge in so einem kleinen, wie soll man sagen, ja, es war schon so eine Art Kaufwahn, ne? Ich meine, ich habe das Auktionshaus für mich entdeckt. Es ist wirklich geil, was man da mittlerweile an Autos mittlerweile rausgekauft habe. Und jetzt zeigen wir mal gerade ganz kurz. Also, ich hatte ja hier den RSX zum Beispiel. Ich habe auch ein paar getuned, weil ich einfach Bock hatte zu tunen. Hab mir zum Beispiel hier einen RSX, habe ich mir gekauft gehabt. Und hatte mir dann noch einen Integra über das Auktionshaus gekauft. Den RS4 habe ich mir noch über das Auktionshaus gekauft. Den Turbo, glaube ich, habe ich mir noch geholt gehabt. Den hatten wir schon. Der war auch gekauft über das, aber in der letzten Folge schon. Das Ding hatten wir auch schon gesehen. Den Silvia, weiß ich gar nicht, ob wir den gesehen hat, aber den habe ich mal getuned gehabt auf jeden Fall. Ich glaube, den hatten wir in der Folge, habe ich sogar noch getuned. Genau, einen 911 Turbo habe ich mir gekauft. Aus einem ganz bestimmten Grund natürlich. Weiß ich, ob ich meinen Megane noch gekauft hatte, weiß ich halt nicht. Ich habe mir halt genau mein Auto gekauft. Dieses Auto steht unten bei mir vor der Türe, also, ne, nur was mal vorweg zu sagen. Ja, und dann haben wir halt noch den Golf hier gekauft gehabt, weil das mein erstes Auto war. Den Golf, also ein 98er Golf, war mein erstes Auto. Natürlich kein VR6, wäre natürlich geil gewesen, direkt ein VR6 zu haben, aber trotz alledem. Und ja, das ist so aktuell mein Stand an Autos, die ich habe. Und wir haben auch, das Geile ist, wir haben auch noch ein paar Spins über. Das heißt, ich kann, wenn ich will, gleich mal, da müssen wir gleich, ich kann, da muss ich jetzt nochmal nachsehen, konnte. Ich habe auf jeden Fall noch, ich glaube, 6 Spins habe ich noch übrig, also 6 Wheel Spins. Die werden wir am Ende der Folge auf jeden Fall machen, weil ich jetzt natürlich etwas machen will, was natürlich, denke ich mal, auch der Thumbnail des Videos heute ist. Und ich denke mal, natürlich weiß es man es dann schon längst, ich möchte mir einen RWB möchte ich mir gerne machen. Also einen Rauwelt möchte ich mir gerne machen. Und das kann man mit dem relativ gut machen hier. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Upgrades und werden dann mal aufs Bodykit gehen. Dann wird man direkt sehen, dass ich mir einen RWB schon machen kann. Und 3, 2, 1. Babs, Junge, einen RWB, einen 911 Turbo. Als RWB, auch cool, wobei ich selber natürlich sagen muss, am liebsten hätte ich eigentlich einen GT2 gerne als RWB, weil den gibt es nämlich auch noch. Und zwar, wenn man mal ganz kurz gucken würde, wir kaufen den jetzt nicht oder wir bieten höchstens mal drauf und gucken, ob wir den vielleicht am Ende der Folge kriegen. Jetzt bin ich doch wieder ins Auktionshaus gegangen, das wollte ich eigentlich nicht, aber ich will es einfach nur mal gerade zeigen, was ich eigentlich am allerliebsten hätte. Moment, Porsche, und zwar den 911 GT2 95, der ist das. Den hätte ich ganz gerne. Hier, genau, da sieht man nämlich da. Das ist nämlich auch ein RWB. Und ich hätte nämlich eigentlich lieber gerne den als RWB. Aber der ist hier relativ teuer drin. Wobei 60.000 geht eigentlich. 45.000, klar, 26 Minuten. Aber ich denke mal nicht, dass ich die gewinnen würde für diesen Preis. Wir können aber einfach mal gerade ganz kurz, können wir mal eben auf den Dingens hier bieten, auf den für 7 Minuten, bieten wir einfach mal drauf, gucken wir mal, ob wir den kriegen, wäre natürlich geil, weil ich hätte gerne einen RWB, einen GT2 RWB hätte ich sehr, sehr, sehr gerne. Oh, 67.000 müsste ich drauf schon bieten. Okay, gucken wir mal, wir haben noch ein bisschen Kohle, ne, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir den am Ende, ich denke wahrscheinlich nicht, aber dennoch haben wir das zumindest mal gezeigt. So, jetzt tun wir den mal gerade hier, ne, wir sind ja auf dem drauf. So, und dann Bodykits 3, 2, 1, Bams, mein RWB. 40.000 ist recht teuer, aber wir haben ja das Geld noch, so ein bisschen. Ich glaube, ich werde auch bald den Mercedes verkaufen. Ich habe ja hier noch den, wo ist der hier, dieser alte Klassiker, hier der. Ich denke mal, den werde ich verkaufen, weil ich habe nicht das Interesse an dem Auto eigentlich so. Und der kostet hier 8 Millionen. Ich habe gesehen, den Christo, ich glaube, ich weg für 800.000 oder so. Vielleicht habe ich Glück und verkaufe den. Dann ist das ungefähr das Doppelte, was ich jetzt noch habe an Kohle.
Schauen wir mal, was wir jetzt gleich noch haben, nachdem wir den komplett getuned haben, den RWB auf jeden Fall. So. Nehmen wir das Upgrade. Gucken wir mal, was können wir denn noch dran bauen? Heckflügel natürlich. Gucken, was haben wir da noch? Ah, okay, ja, okay. Ah, okay, Standard halt. Ja, okay, halt hier dann der RWB halt. Na, im Endeffekt, ja klar, man könnte den auch so fahren. Aber ich finde den so irgendwie relativ hässlich, um ehrlich zu sein. Deshalb werde ich mir das jetzt nicht holen. Ja gut, dann ist der halt äußerlich so weit in Ordnung. Müssen wir halt nur gucken, was wir mit den Felgen machen. Weil die Felgen eigentlich schon sehr geil sind. Kriege ich die noch größer, die Felgen? Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, das ist geil. Was sagt die Breite? Die sind schon komplett breit hinten. Natürlich sind die komplett breit. Sehr geil. Ich habe auch schon direkt die Farbe drauf gemacht, die ich wollte. Das ist so eine Flip-Flop-Lackierung, die rot-schwarz ist, wie man wahrscheinlich sieht. Also sie ist halt dunkel, sehr, sehr dunkel, weil halt schwarz dabei ist. Es ist halt rot-schwarz, wie schon das zweite Mal jetzt erwähnt. Und ja, hier haben wir auch schon den richtigen Reifen drauf. Ist ja perfekt, der Wagen ist quasi so schon fertig, wie er hier steht. Bremsen würde ich sagen, machen wir aber nochmal ein paar bessere drauf, weil die Bremsen sind mir nicht so geil. Ja, hier ist natürlich schon auf Maximum runtergelegt, die Karre. Perfekt, Stabilisatoren sind auch schon drin. Sehr gut, was sagt der Käfig? Käfig ist noch keiner drin. Wir müssen auf jeden Fall auch noch reinziehen, einen Käfig. Und werden auf jeden Fall auch noch Leichtbau betreiben. Wie viel das bringt, Wahnsinn, ne? Ist der Wahnsinn, Alter. Krass. Das können wir eigentlich motortechnisch machen. Können wir den nochmal Motor swappen? Geht das? Können wir sogar. Können Motor swap irgendwann machen. Auf 4 Liter F6 können wir machen. Oder wir bauen auf einen 3,6 F6 TT um. Beides auf jeden Fall sehr geil. Kostet aber hier 40 und der kostet 34. Wow, Alter. Kriegt aber gut Drehmoment, ne? Leck mich am Arsch. Die Leistungskurve ist halt hier am höchsten, ne? Also, hier meine ich, weil das Drehzahlband geht noch ein bisschen weiter da, ne? Er kann aber was höher drehen. Er kann wahrscheinlich so um die 5, 6, 7, 8, fast an die 9000 kann der drehen. Der kann halt nur bis an die, knapp über die 8 kann, ne, sogar weniger. 4, 5, 6, 7. Der kann nur bis an die 7 kann der drehen. Also der ist auf jeden Fall schon, der zieht schon ein bisschen besser, ne? Aber was soll's, komm, wir hauen mal richtig rein in die Karre hier. Allrad, boah Junge, dann könnte ich richtig geil auf jeden Fall an Traktion gewinnen. Das wäre natürlich richtig geil. Dann wäre der im Start 10. Ey, warte, ohne Witz, das mache ich, ohne Witz. Ich mache einen Vierradantrieb draus. Auf jeden Fall, Alter. Hier sind wir bei 60.000. Oh je, bin ich unter 800.000. Aber das ist es mir wert für ein RWB. Auf jeden Fall. Ja, nochmal Auspuff auf jeden Fall dran setzen. Nockenwelle ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Laufender Kanal bringt nur ein bisschen was. Neue Kolben, neuer Turbo. Twin Turbo bringt nicht allzu viel, ne? Ja, bringt, glaube ich, nicht so viel, oder? Alter Schwede. Mal, was ich da an Leistung mehr habe, ey. Das ist ja Wahnsinn. 140 kW, alter Schwede. 68.000 haben wir schon drin, ne? Okay. Massenschwungrad können wir noch einbauen. Das ist ein kleiner Preis. Und noch ein Ladeluftkühler, würde ich sagen, damit der gut atmen kann, der Junge. Haben wir 72.000 in die Karre verbaut. Auch geil. Vielleicht noch lieber ein neuer Luftfilter. Wäre auch nicht schlecht, oder? Kostet nur 8.800, ist ja nix. Zündkerzen. Wird mich auch nochmal 2 kosten. Zündkerzen sind hier. Was war das denn jetzt gerade? Das waren... Ach so, die Anspritzdüsen sind das. Ah, alles klar, ja, ja, logisch. Ja, Nockenwelle bringt auch viel, ne? Boah, guck mal, Alter. Okay, komm, Nockenwelle bauen wir da noch ein. So, jetzt reicht aber auch. 78.000, meine Güte. Ist jetzt wohl mehr als genug hier. Ja, komm. Oh, noch ein neues Getriebe. Differential. Ah, zwei Wege Differential. Ah, nee, komm, egal. Ah,
Antriebswelle. Ja, komm, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. 80.000, meine Güte. Ich hab schon zu viel ausgegeben. Ich habe schon zu viel ausgegeben, eigentlich, für den Wagen, wenn du ehrlich bist. Aber dafür ist der Wagen jetzt die Bombe auf der Straße. Ohne Witz. Der Wagen ist die Bombe jetzt auf der Straße. Jeden Fall. Jetzt gucken wir gerade noch, ob wir Automeister. Oh, cool. Ich kann neue Sachen kaufen. Wenn dein Auto dir die Chance verleiht, noch ein Auto zu gewinnen, erhaltet ein Wheelspin zur sofortigen Nutzung. Ey, cool. Wie viele Dinge ich hier mittlerweile habe. What the fuck? Wie viele Dinge habe ich denn hier mittlerweile? Kosten 10. Ach krass, die habe ich schon alle drin, oder was? Wow. Okay. Und zwar wollte ich jetzt nochmal gucken, und zwar wegen Design. Ich würde gern oben Rauwelt auf der Scheibe stehen haben. Da hätte ich halt Bock drauf. Hä? Achso. Neue Designs finden. Haben wir irgendeins, wo Rauwelt oben drauf steht? Das wäre halt schon... geiles Bild. Das wäre halt schon cool, wenn wir eins hätten, wo Rauwelt oben drauf steht. Ich musste da erstmal eins finden. Da steht zumindest RWB drauf. Ist halt die Frage, ob man überhaupt... ob man halt überhaupt was auf die Scheibe oben kriegt. Das ist halt das Doofe, auch man kann sich halt nicht das Design vorher mal angucken. Wurde verboten, ja, okay, war klar. Meine Gebote. 124.000, boah. Okay, krass. Jetzt mal meine Kohle kurz abholen. Das ist auch so ein bisschen blöd gemacht. Das ist schade, dass man das Geld nicht automatisch bekommt, wenn man überboten wird. Das ist ein bisschen blöder halt gemacht. Man immer selber nochmal hinlaufen muss. Aber okay, mein Gott, es gibt Schlimmeres im Leben. So. Meine Autos. Auto ansehen. So, hier, guck mal. Ja, ist super. Da steht sogar jetzt RWB unten an der Seite, aber die Farbe gefällt mir nicht. Und dafür nur, dass da unten eine RWB draufsteht, ist es mir das nicht wert, ganz ehrlich. Ich hätte halt gerne oben Rauwelt stehen, aber das geht scheinbar nicht. Moment. Ja, das Design wieder zurück. Das Design gefällt mir nicht. Weil mir gefällt die Farbe einfach nicht. Ich hatte eine schöne Farbe drauf, die hat mir sehr gut gefallen. Die werden wir jetzt auch wieder drauf tun. Hier. Ja. Ist das halt weg, das Design. Ist mir scheißegal. Machen wir gerade. Vielleicht ist das Design jetzt auch direkt wieder drauf, quasi. Nee, ist nicht. Nicht schlimm. Weißt du, wie das war, das Design? Das war das hier. Und dann habe ich einfach die Sekundärfarbe. Habe ich einfach dann hier auf schwarz gestellt. Komplett. Bupp. Und das quasi war gerade eben derselbe Farbton wie jetzt gerade. Dann die Felgen auch, wenn man die Felgen kann man vielleicht noch verändern. Aha, wollte gerade sagen, gut, dass es so rangezoomt ist, kann man natürlich sehr gut gucken. Also über schwarze Felgen, komplett schwarz. Oder lieber so helle Felgen. Chrom wäre halt geil, ne? Chrom ist weiter hinten. Also hier sowas in der Richtung. Ah, gebürstetes Metall sieht schon geil aus, ne? Es sieht schon ganz cool aus. Chrom sieht voll scheiße aus im Spiel. Ja, genau, Tränenblech. Sieht voll geil aus. Ja, Holz, genau, und Holz. Nee, wir machen Aluminium gebürstet machen wir. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. Ja. Genau, wir machen noch die Scheiben noch schwarz. Das können wir alles lassen oder vorbei. Wie sehen eine Carbon-Motorhaube aus? Ich will noch mal kurz gucken, wie eine Carbon-Motorhaube aussehen würde. Oh, wäre schon cool, ne? Das sieht schon geil aus, ne? So Carbon-Motorhaube. Ah, ist schon nicht schlecht. Oder Carbon-Außenspiegel. Wie sehen die aus? Ah, das hat das ganze Stück da oben noch mit quasi. Ah, nicht so geil. Eckflügel in Carbon, wie sieht der aus?
Das wiederum sieht nicht so schlecht aus, ne? So, das Oberstück ist dann. Ah, guck mal, nur das Stück ist quasi lackiert dann. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ah, lassen wir es so. Wir lassen ihn so. Ja. So lassen wir ihn. So gefällt er mir auf jeden Fall. Sieht ja ganz cool aus. Jetzt haben wir eine Folge lang den ganzen RWB für den RWB verballert. Ist doch geil, oder? Einen fahren wir uns durch erstmal. Wir müssen ganz kurz. Genau, Radio eben ausmachen. Oh, hallo, guten Tag. Sollen wir im RWB hier rumheizen? Ein bisschen. Ah, sieht schon geil aus, die Kiste, ne? Eigentlich Kohle hätte für so einen Porsche, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich habe mir auf jeden Fall so einen RWB auf jeden Fall holen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Kannst sagen, was du willst. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Kopf-an-Kopf-Rennen herausgefordert. Nee, nee, danke, habe ich jetzt kein Interesse dran. Ah, geht gut ab, ne? Geht verdammt gut ab, der Wagen. Ohne Scheiß. Ah, geht ganz gut ab, die Kiste. Guck mal, wie viel der so vom Stand aus her macht. Wow. Okay. Der geht verdammt gut ab. Scheiße, Alter, geht der gut ab. Alter Schwede, der geht richtig gut jetzt ab, Alter. Ohne Witz. Oh, das ist direkt ein Rennen, ist ja perfekt. Fahren wir direkt mal ein Rennen, pass mal auf. Kommen wir mal rein. Solo. So, Blaupause erstellen. Horizon, Super, Winter. Retro Supercars. Hey, kann ich den vielleicht trotzdem fahren? Guck mal, ich kann den sogar fahren, Alter. Ist ja mega. Ist ja perfekt. Ja. Man sieht rechts. Oh Gott, Alter. Das sieht man jetzt jedes Mal, wenn ich das Auto auswähle. Oh Gott, Alter. Geht aber gar nicht. Okay, muss ich euch nochmal ändern. Sieht recht komisch aus. Muss sowieso mal mein Style mal verändern. Mein Style sieht absolut dämlich aus. Alter, was da steht? Guck das mal an. Da steht ein verdammter F1, Alter. McLaren, Alter. Ein MP1. Warum nicht gewinnen wir das Rennen, ey? Ohne Witz. Los! Oh, Junge. Oh. Alter. Das geht gut ab. Oh, guck mal hier. Der Franco hat den GT2. Oh, guck mal. Maserati MC12. Geil. Aus dem Weg! Hätte ich mir auch kaufen können, den Diablo. Hätte ich mir für, ich glaube... Kurz mal kratzen. Hätte ich mir für, ich glaube, um den dicken Daumen mit 60.000 hätte ich mir den holen können. Ja, sieht schon geil aus, ne? Der GT2 als RWB. Sieht schon fett aus. Aber ich mag meinen 911 Turbo auch als RWB. Sieht auch cool aus. Ja, nicht so geil. Von links jetzt. McLaren, das ist ein Problem. Der ist schnell. Der ist sehr schnell. Ja, logischerweise ist es auch McLaren, ne? Ja, na, Fun Fact. Der McLaren hinter mir, der da, ne? Der hat vom VW Corrado, den ich auch habe, hier die Karre für 3000. Von dem McLaren, die Außenspiegel sind vom Corrado. Kleiner Funfact mal nebenher. Das ist was ich zufällig weiß. Oh, shitty big titty. Der Junge ist echt gut hinter mir, ey. Leck mir am Arsch. Ich muss echt dranbleiben, dass der mich nicht abzieht, der Junge. War geil, dass ich dieses Rennen so machen kann mit dem RWB hier. Finde ich richtig geil. Also mit dem 911 Turbo. Finde ich richtig cool. Oh, Alter, ich muss später bremsen. Früher bremsen, Mann. Ohne Witz. Bin richtig mies, ey. Ohne Scheiß. Hab's dir keinem erzählen, was ich hier abliefer? Dann haben wir auf jeden Fall wenigstens noch mal ein Rennen. War das drin? Ja, war gut drin.
Haben wir wenigstens noch mal ein Rennen auf jeden Fall gesehen in der Folge, aber ich denke mal, ja, wir sind so gleich über die Zeit auf jeden Fall. So langsam, aber sicher. Das war knapp. Ein Glück habe ich das Ding berührt. Du musst die Fahnen wirklich irgendwie berühren, dann reicht das schon. Hui. Ah, ich bin echt schlecht, ohne Scheiß. Ich gebe das wirklich selber gerne zu, ich bin echt schlecht, weil ich sehr oft überall gegenfahre. Yeah, Mann, mit meinem RWB gewonnen. Richtig geil. Sehr schön. 9,33, guck mal, ich war gar nicht so weit entfernt. 9,28, 9,30, 9,17, okay, 9,3, der Ferrari, okay, aber Ferrari, ne? 9,31, 22, 32, also ich war jetzt nicht so weit entfernt von dem Rest, ne? Hunigen Porsche? Okay. Aber ja, 911 GT1 auf jeden Fall auch dabei. 911 GT3. Ja, war cool. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Erstmal den Roboter machen, ist ganz wichtig. 9000 drauf. Sehr schön. Und yeah! Lamborghini freigeschaltet. Sehr gut. Jetzt habe ich einen Huracan. Sehr cool. Ein Wheelspin. Yeah! Toll. Hätte ich mal den Porsche darunter gehabt, aber egal. Yay, yeah, ich habe wieder eine Hupe gewonnen. Uhuhu. Preis abholen. Ach stimmt, wir müssen die Wheelspins ja noch machen. Fuck. Super, du bist in Runde 4 dabei. Es wurden neue Straßenrennveranstaltungen zu deinem Kalender hinzugefügt. Jetzt wird der Wettbewerb langsam heftig. Viel Erfolg. Alles klar, danke. So, warte, wir machen die Wheelspins noch eben. Stimmt. Ich habe vergessen, dafür, dass wir jetzt wirklich so lange, dass ihr so lange gewartet habt... machen wir jetzt noch die Wheelspins auf jeden Fall. So, die müssten hier sein. Da. Ne, falsch. Moment. Ja. Ich bin ja hier. Wollte ja hier drauf. So, alles klar. Wheelspin. Muss früher drücken. Vielleicht hätte ich den Ferrari gekriegt. Naja. Okay, 45.000 ist okay. Kann man mit leben auf jeden Fall. Ach, ihr Schweine. Habt ihr das gesehen? Eigentlich, ich glaube, ich wäre auf den Ferrari gekommen, ohne Witz. Ich drück jetzt mal nicht. Drück jetzt mal nicht. Ah, lol, ich kann das gar nicht beeinflussen. Das ist wirklich reiner Zufall, was ich kriege. Lol, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Vielleicht unten steht ja überspringen. Oh Mann. Ein XX, immerhin. Kann man mal mitnehmen, ne? Würde ich sagen. So, ist der vorletzte. Oh. Okay, ein Charger, auch okay. Habe ich einen Charger gekriegt, alles gut. So, letzte Wheelspin. Was kriegen wir aus dem letzten Wheelspin raus? Was Geiles? Ah, verdammt, nicht einen weiter, ey. Wieso nicht einen weiter? Das wäre geil gewesen. 70.000 mal plus wäre cool gewesen. Natürlich kriege ich eher natürlich die Hupe, ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Das waren die Wheelspins. Leider kein Super Wheelspin. Schade, leider. Ja, dann würde ich sagen, dann war's das für heute, meine Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß. Lasst mir noch gerne irgendwelche Anmerkungen in den Kommentaren da. Irgendwie, keine Ahnung, was ich mir mal holen soll, was ihr mal sehen würdet. Welches Auto ich mal tunen soll von meinen Autos. Und ja, würde dann sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.